Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz ungewohnte Uhrzeit. Liegt aber einfach daran, es ist Heiligabend, Weihnachten. Deswegen an dieser Stelle von unserem ganzen Team frohe Weihnachten. Ein paar besinnliche Feiertage mit der Familie. Und wir wünschen euch allen das Beste, was man überhaupt nur wünschen kann. Um das kurz und knapp abzuschließen. Wir wollten aber unbedingt an Weihnachten ein Heiligabend Video machen. Normalerweise 18 Uhr. Ist von der Uhrzeit schwierig, weil natürlich viele um 18 Uhr mit ihrer Familie beim Essen sind. Typisch wahrscheinlich Gansessen oder ähnliches. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal heute Vormittag kurz und schmerzlos ein Video. Allerdings ein sehr, 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 sehr wichtiges Video. Wir waren mittlerweile zweimal bei Chris, haben beide Male die Karosse nicht gewogen. Das hatte auch einen Grund, weil ich bin der Meinung, dass das schon für die Zukunft als auch für jetzt gerade ziemlich wichtig ist und ich wollte das eigentlich nicht in so ein Video mit reinpacken, sondern ich wollte es einfach in ein eigenes Video packen, dass die Leute, die es wirklich suchen, auch einzeln finden und nicht so diese 30 bis 60 Minuten Videos von uns immer gucken müssen. Also, genug geredet, wir fangen an. Ich muss gleich alles abbauen, weil am interessantesten für uns, das wird jetzt ein bisschen durcheinander, ihr müsst ein bisschen im Kopf mitrechnen. Am interessantesten ist definitiv die Zahl, was das Auto ohne alle Anbauteile wiegt, weil wir haben das Auto bei Schwan aus dem Bad geholt mit 265 Kilo. Ja, sind 265 Kilogramm. Ja. Das heißt, wir haben ungefähr 13 bis 15 Kilogramm gespart. Das ist nicht viel. Da war das Gestell drunter, da war ein Blechdach dran, da war die Blechmulde hinten drin, da waren die Blechseitenteile dran. Das ist später unsere Referenz, das heißt, wir müssen alles wieder abbauen. Aber jetzt wollte ich euch einfach einmal zeigen, was dieses Auto, ist ja schon wieder fast ein Auto, beziehungsweise diese Karosse, wiegt. So, wir haben jetzt hier 310 Kilo. Davon müssen wir jetzt allerdings abziehen. Das Gestell unten drunter. Das heißt, das Gestell wiegt in dem Fall jetzt 25 Kilo. Wir haben nämlich hier ein paar Sachen abgeschnitten und die müssen wir abziehen. Das heißt, 25 Kilo runter sind wir also bei einer reinen Karosse bei 285 Kilo. Ist in Ordnung. Noch nicht ganz, wie ihr seht und auch wie ihr viele gemerkt haben. Wir haben die Heckklappe leider nicht fertig bekommen. Hier kommt noch eine Heckklappe rein mit Scharnieren. Sagen wir einfach mal, die wiegt 5 Kilo, kommt jetzt hier immer nicht auf ein Kilo drauf an. Sind wir also bei 290 Kilo, die unsere komplett verkleidete Karosse am Ende wiegt. Mittelklasse-Limousine, Allradantrieb, Platz für ein V6 und so weiter. Da sind wir, sage ich persönlich, natürlich nicht schlecht dabei. So, am allerkrassesten wäre es natürlich, wenn wir jetzt das Gegenstück dazu hätten, den Blech und so weiter. Wird natürlich schwierig. Ich habe zwar noch einen Schlachter, mal gucken, vielleicht machen wir uns den Aufwand und bauen alles aus. Kann ich allerdings noch nicht versprechen. Ein Punkt, den ich euch jetzt als allererstes zeigen will, und das wäre nämlich mein persönlicher Weihnachtswunsch. Es werden alle unterschätzen, was die vier Türen, hier sind jetzt ja logischerweise schon wieder vier Türscharniere dran. Türscharnier besteht immer aus dem oberen und dem unteren Teil. Und die sind jetzt gerade zwar von Chris schön neu lackiert am Auto, das sind jetzt die alten, sind aber einfach tonnenschwer, weil es Stahl ist. So, und jetzt meine Frage an euch, wenn es irgendjemanden unter euch gibt, der sich zutraut, diese Teile aus Alu zu bauen, dann bin ich genau euer Mann für die nächsten Monate. Weil das wäre, als Marius und ich die Türen angebaut haben, es tat uns wirklich weh, diese 8 Scharniere anzubauen, weil das macht viel vom Gewicht kaputt. So, das heißt, wir legen die jetzt hier mal drauf. Und am Ende kommt eine Zahl bei raus. Die ist schon hier oben. 5,5 Kilo nur die Scharniere. In Alu wäre schon geiler. So, in Alu, Stahl zu Alu immer ein Drittel. Das heißt, in Alu würden sie theoretisch 2 Kilo wiegen. Man müsste sie natürlich ein bisschen massiver auslegen. Sowas wie die Rückholfeder, die müsste natürlich trotzdem in Stahl sein, Federstahl. Das heißt, aber man kann auf jeden Fall, ganz vorsichtig gesagt, 3 Kilo sparen. Und 3 Kilo an der Stelle ist schon, ist auf jeden Fall was. Zumindest wenn man das jetzt so krass betreibt wie hier. Ich feiere es ja mittlerweile auch extrem, wie ihr alle sagt, dass, wie wir das mit der Waage integriert haben. Gefühlt wartet ja jeder in jedem Video mittlerweile auf die Waage. Und es ist aber auch wirklich tatsächlich so, ich habe die immer im Bus dabei und würde am liebsten immer alles wiegen. So, wir machen nochmal einmal eine Kontrollmessung. Ich hätte nämlich so gedacht, die sind noch schwerer. Ne, bleibt dabei. 5,6 Kilo. Also wenn unter euch einer ist, der sich zutraut, diese Scharniere in Alu nachzubauen für mich, einfach kontaktieren. Meine Jungs haben aktuell keine Kapazitäten dafür, aber ich glaube eigentlich, dass sich das realisieren lässt. Es muss ja nicht alles sein. Man kann ja auch als Beispiel nur dieses Teil vom Scharnier in Alu bauen, dieses so lassen. Bei den Teilen sollte es einfacher sein. Ich denke mal, die kann man vollständig in Alu nachbauen. Aber macht euch mal Gedanken, wenn einer von euch diese Möglichkeiten hat.
einfach Bescheid geben. So, das war also Video Teil 1. 285 Kilo, die gesamte Karosse, nee, stimmt gar nicht, 290. 310 minus 25, 285 plus 5 Kilo Heckklappe, sind wir bei 290. Die komplette Karosse mit allen Anbauteilen in lackiert, in abgedichtet und so weiter. Also ich finde es nicht schwer. Weil wenn ich mir jetzt überlege, angenommen das Auto wiegt später 1300 Kilo, was ja schon extrem leicht wäre für so ein Auto, ne? Dann gehen da jetzt nochmal eine ganze Tonne rein. Und eine ganze Tonne ist ganz schön viel Gewicht, ne? Ja. Ja, eine Referenz wäre halt ganz cool, irgendwie das dann mal ein Blech. Aber diese Carbon-Teile sind schon wirklich unfassbar leicht. Ja. So, der viel, viel spannendere Moment ist jetzt, wir waren bei Schwan, haben das Auto aus dem Bad gezogen und es hat 265 Kilo gewogen. Mit Gestell dran, mit Blechdach, mit Blechseitenteile, allerdings nicht die RS4-Seitenteile schon, sondern noch ganz normale Teile, also da war nichts dran verzinnt und so weiter, und Blechmulde hinten. Allerdings komplett entlackt, blank, klinisch blank. Fertig abgedichtet, lackiert und so weiter, bevor es ins Bad reinging, waren 278 Kilo. Weiß ich noch, war ein bisschen enttäuschend für mich, weil ich hätte gedacht, da geht viel, viel mehr runter. Das waren wirklich nur 13 Kilo. Und da war ja dann unsere Befürchtung, dass wenn wir jetzt händisch Dichtmasse, Lack und so weiter auftragen, dieses Gewicht gar nicht halten können. Das heißt, als Referenz jetzt, A, wir können gleich bestimmen, wie viel Kilos wieder drauf sind und wie die Differenz ist. Jetzt müssen wir leider natürlich, damit es fair ist, alles abbauen, was in dem Fall auch nicht dran war. Das heißt, wir brauchen die blanke Karosse ohne Türen, ohne Scharniere, ohne Schweller, ohne Stoßstange, ohne alles. Und alles, was dann leichter als 278 ist, ist definitiv unsere neue Karosse leichter als die Basis. Nicht leichter als mein altes Auto. Mein altes Auto war definitiv noch schwerer, weil das war ja mit verzinnten Seitenteilen und so weiter. Ne? Ja, das heißt, leider jetzt zum x-ten Mal wieder abbauen. Dabei eine Sache noch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das Video von der Karosse, was übrigens extrem gefeiert wurde. Ich denke mal dran, Maxi, weil es einfach auch so geil war. Also nochmal Chapeau. Dankeschön. Wir haben wirklich 36 Stunden vorher noch in der dunklen Messehalle gestanden und haben im Dunkeln an der neu lackierten Karosse die Teile angesetzt. Das war wirklich so, hätte auch voll in die Hose gehen können, weil man ja schon mal vielleicht aneckt. Aber Marius und ich sind da zum Glück so erprobt, dass da nichts passiert ist. Aber das war wirklich vom Schneiden her war das Limit, ne? Ja, war schon. waren nur 2 Stunden Schlaf. War schon knackig. So, aber auf jeden Fall müssen wir leider wieder alles abbauen. Das heißt, ich hole mir kurz ein bisschen Werkzeug und schraube einmal alles ab. Und dann sehen wir auf der Waage, was ich tue. Aber jedes Mal, wenn ich vor dieser Karosse stehe, es ist einfach krass, wie sauber und perfekt so das Ganze ist. Ne? Es ist wirklich, ich kann euch das noch 30 Mal erzählen, aber wenn man so diese ganzen Ecken guckt, die man nie wieder sehen wird, ne? Es ist wirklich durch diese Entlackung und KTL-Beschichtung und Chris' akribische Arbeit wirklich geil. Vor allem, ich werde es wirklich zusammenbauen, es kommt wirklich nur der Clip rein, der da wirklich rein muss, da könnt ihr euch sicher sein. So, jetzt aber zur Waage. Wir haben alles ausgebaut. Hier, spannender Moment. 267. In Summe. Okay. Ich persönlich hätte gedacht weniger. Nochmal als Erinnerung. 265 hatten wir komplett blank entlackt. Das heißt, wir haben jetzt 2 Kilo mehr. Allerdings ist das Auto jetzt komplett Unterbodenschutz, komplett lackiert. Gewicht gespart, haben wir allerdings Carbondach, Seitenteile, Mulde. Das heißt, wir haben in Anführungsstrichen mit den Carbonteilen so viel eingespart, wie an Lack, Dichtmasse und so weiter wieder aufgekommen ist. Mhm. Und was mit der Spritzhand vorne? Die war vorher Stahl. Das okay. War aber jetzt nicht die Welt. Okay. So, jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, weil ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr. Wir hatten damals noch die Wagen von Tillmann, da hatten wir noch keine eigenen.
Und egal, was wir gewogen haben, es hat meistens immer nicht so genau gepasst wie die Wagen. Also gerade weil das eher, ich sag jetzt mal, gröbere Wagen waren, glaube ich, dass die schon ein bisschen genauer sind. Aber Fakt ist, wir sind nicht schwerer geworden. Wir sind jetzt aber auch nicht, mein Lieblingswort, exorbitant weniger geworden. Hast du eigentlich den Kommentar gelesen? Ja, mit immer 1 Euro. Finde ich eigentlich cool. Also ich würde eh lieben gerne mehr so wohltätige Sachen machen. Ich glaube da, wir mal gucken, welche Videos es dieses Jahr noch gibt, aber für nächstes Jahr überlegen wir uns irgendwas Krasses. Ja, das wird was Cooles. Ja. War ein Kommentar, dass ich jedes Mal in dem Video, wenn ich ein Wort sage, ich 1,50 Euro, wie auch immer, am Ende für einen guten Zweck spende, am Ende des Jahres. Ich kann allerdings null einschätzen, wie oft ich sowas sage in Summe, ne? Ich auch nicht. Wir machen 250 Videos, war wobei, selbst wenn wir 250 Videos, wenn ich 10 Mal im Schnitt pro Video sage, sind wir bei 2500 Euro. So, okay, 267 Kilo. Lass mich mal einmal kurz überlegen, ob wir irgendwas vergessen, verkackt, wie auch immer haben. Aber, also, hat Herr Schwan am Ende mal wieder recht gehabt, als wir damals das erste Mal enttäuscht waren, dass nur 13 Kilo aus der Kiste rausgingen beim Entlacken, meinte er ja schon, boah, das wird schwierig, dass ihr am Ende nicht sogar schwerer seid, weil industriell ist immer, das KTL ist dünner drauf, der Spachtel ist dünner drauf, die Abdichtung ist dünner drauf. Abdichtung ist in dem Fall bei uns definitiv dünner, weil wir ganz wenig nur gemacht haben. Aber, ja, was soll ich sagen? 267 Kilo, das ist Fakt. Bei 240 hätte ich heute Abend bei Weihnachtsessen auf jeden Fall mehr Spaß. aber das ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Wir haben ungefähr, lass mich mal kurz im Kopf überlegen, wir haben ungefähr gewichtsmäßig gespart Dach, Mulde, Seitenteile. Ja, das kommt aber doch gut hin. Weil Dach, Mulde, Seitenteile werden ungefähr gegenüber den originalen A4-Teilen, die müssen wir immer als Referenz sehen, das werden wahrscheinlich 20 Kilo sein, wenn es hochkommt, die wir da gespart haben. Okay. Es sind noch nicht mal 20, so in dem Dreh. Und es ist ja schon KTL, Farbe, 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 Farbe. Schwarz ist ja zum Glück die leichteste Farbe, sonst würde es jetzt 268 wiegen. Und schon jede Menge Kleber und alles drauf, ne? Darf man nicht vergessen. Okay, so, also nochmal zum Abschluss. Karosse nach Lack, so schwer wie nach dem Entlacken. Also eigentlich alles richtig gemacht. Ich bin immer noch happy. Ich wünsche euch immer noch allen frohe Weihnachten. Genießt den Abend. 1-2 Videos kriegt ihr dieses Jahr noch. Ich kann schon mal verkünden, diesen Sonntag wird es kein Video geben, sondern diesen Sonntag bin ich 18 Uhr live. Könnt ihr euch ein paar Fragen überlegen. Ich fand einfach, wir quatschen zusammen ein bisschen über das Jahr und überlegen uns was vielleicht fürs nächste Jahr und so weiter. In diesem Sinne, euch allen frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit der Familie. Ich soll vom ganzen Team aus auch nochmal frohe Weihnachten wünschen und wir sehen uns nach dem Feiertag.